Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich stehe in meiner Küche, denn heute soll es ein Backvideo geben. Es ist richtig krasser Herbst draußen und ihr wisst sicher, ich liebe den Herbst und ich möchte backen. Und zwar schon seit Ewigkeiten möchte ich Zimtschnecken backen und das möchte ich nämlich heute machen und ich dachte, ich nehme euch dabei einfach mit, mache ein kleines Bake and Talk und während ich backe, werde ich ein paar Fragen von euch beantworten. Ich habe euch gefragt, hier bei YouTube und auch bei Instagram, wo hauptsächlich die Fragen kamen, was ihr von mir wissen möchtet. Und ja, da kamen ein paar und die werde ich heute für euch beantworten. Ich habe aus diesem Backbuch mir das Rezept für Zimtschnecken rausgesucht. Ich freue mich total. Das sind so, ich glaube, so typisch amerikanische Zimtschnecken mit so einem Frischkäse, Zuckerguss und so. Freue ich mich mega. Ich hoffe, ich habe auch alles für da. Sollte ich aber eigentlich. Und ich höre jetzt auf, lang zu quatschen. Wir legen erstmal los und ich suche die Zutaten zusammen, die ich für dieses Rezept brauche. Und zwar brauchen wir 120 Gramm zerlassene Butter, 480 Milliliter Vollmilch, dann brauchen wir 115 Gramm Zucker, ein Päckchen Trockenhefe, die ist hier, ein Teelöffel Backpulver, Mehl 720 Gramm und 2 Teelöffel Meersalz. Und während ich schon mal Mehl und Zucker abwiege, brauche ich große Schüsseln für, weil ich brauche viel. Können wir nämlich schon mal die ersten paar Fragen beantworten. Und zwar ist die erste Frage eine sehr häufig gestellte Frage tatsächlich. Oh. Ob ich aktuell arbeite und was ich beruflich mache. Also, ich muss dafür ein bisschen ausholen. Ich bin aktuell zu Hause, allerdings auch nicht so ganz freiwillig. Also es ist so, ich habe, bevor ich schwanger wurde oder während ich schwanger war, gearbeitet. Ich war für die Unternehmenskommunikation für ein Unternehmen verantwortlich und hatte allerdings einen befristeten Arbeitsvertrag. Und dann wurde ich schwanger und der Vertrag wurde nicht verlängert. Und der ist dann nämlich während meiner Elternzeit ist er dann nämlich ausgelaufen. Und seitdem, beziehungsweise seit Ende meiner Elternzeit, bin ich auf der Suche nach etwas Neuem. Zucker 115 Gramm. Und muss halt sagen, es gestaltet sich halt äußerst schwierig. Dann kam halt auch noch Corona dazwischen und also wie gesagt, aktuell bin ich auf der Suche. Ich habe ursprünglich Germanistik studiert, wollte eigentlich auch immer in einem Verlag arbeiten. Das war so der Hintergrund, weswegen ich mein Studium angefangen habe und habe dann nach dem Studium ein Praktikum in einer Pressestelle eines Hörbuchverlags gemacht. Und darüber bin ich dann halt so in diese Pressesache halt reingekommen, habe da ein Volontariat gemacht in einer PR-Agentur und habe dann danach angefangen zu arbeiten. Solange ich nichts anderes habe, wie ihr vielleicht gemerkt habt, konzentriere ich mich jetzt dann halt auch stark auf, was heißt konzentriere ich mich? Ich brauche halt für mich, um bei Verstand zu bleiben, sagen wir mal so, ich brauche eine Aufgabe. Und da habe ich mir dann jetzt einfach YouTube als Aufgabe gesucht, neben der Jobsuche halt. Und stecke da dann halt jetzt natürlich auch ganz viel Arbeit und Energie rein. Ich freue mich deswegen halt mega über Unterstützung, sei es jetzt ein Kommentar oder ein Daumen nach oben oder wenn ihr ein Video von mir teilt oder mich abonniert. Genau, weil das hilft mir nämlich ungemein. Deswegen, falls ihr mich unterstützen möchtet, macht das gerne, freue ich mich. Die Sachen sind abgewogen. 2 runde Springform einfetten, kann ich bestimmt auch eine Auflaufform nehmen, das machen wir gleich. Für den Teig die zerlassene Butter, die warme Milch und den Zucker in einer großen Schüssel verquirlen. Okay. Moment, dann brauche ich den Quirlaufsatz hier. Butter. Verzeiht uns mal wieder meine Augenringe. Ihr kennt das ja schon von mir. So, dann Butter, Milch und Zucker. Ich habe uns noch nie Zimtschnecken vorher gemacht. Und den Zucker. Deswegen bin ich sehr gespannt, was das jetzt gibt.
miteinander verquälen. Dann soll da jetzt nämlich die Hefe drauf verteilt werden und einfach 10 Minuten stehen gelassen werden, bis sich da Blasen bilden. Habe ich jetzt so auch noch nie gemacht. Soll das denn jetzt verrührt werden? Und während das jetzt 10 Minuten steht, gucke ich mal nach der nächsten Frage. Möchtet ihr ein zweites Kind? Das ist eine Frage, die zweimal kam. Und ich finde, das ist immer eine sehr, sehr schwierige Frage. Für uns steht eigentlich fest, also Mino soll kein Einzelkind bleiben. Allerdings ist noch einfach nicht der richtige Zeitpunkt für uns gekommen. Also ich muss halt sagen, bevor ich Kinder hatte, hatte ich auch immer so die Vorstellung, dass ich richtig viele Kinder haben möchte und auch nicht mit so einem großen Altersunterschied dazwischen. Jetzt, wo ich ein Kind habe und weiß, so was das alles so bedeutet, hat sich meine Sicht darauf einfach ein bisschen geändert. Mino ist ja nun mal auch ein Kind, das sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht, der sich einfach auch wenig alleine beschäftigen kann. Und da war es für uns einfach noch nicht so, dass wir gesagt haben, jetzt könnten wir es uns vorstellen. Wir sind einfach noch vollkommen ausgelastet mit ihm, was auch gut so ist. Aber deswegen ist halt noch nicht der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, so jetzt. Wir haben auch überhaupt gar keinen bestimmten Zeitpunkt uns festgesetzt. Also nicht, dass wir gesagt haben, so er bekommt Geschwisterchen, wenn er so und so alt ist. Das haben wir eigentlich, das haben wir überhaupt nicht. Das heißt, wir werden das halt dann ganz spontan irgendwie, wenn uns danach ist, wenn wir sagen, so okay, jetzt fühlt es sich irgendwie gut und richtig an, dann mal schauen, ob es dann so klappt. Das weißt du ja auch nicht. Steckt man ja auch nicht drin. Vielleicht denken wir in ein paar Monaten, so jetzt, oder wir denken in 2 Jahren, so jetzt. Mehl, Salz und Backpulver hinzugeben. Ich kann ja schon mal das Salz oder das Backpulver hier rein. Ihr hört, die Küchenmaschine arbeitet wieder. Also ob das was gibt, ganz ehrlich, ich wage es zu bezweifeln. Das ist irgendwie ein ganz komischer Matschepump. Und ich gebe jetzt einfach mal so nach und nach das Mehl dazu. Es sieht nicht besonders appetitlich aus gerade. Also so habe ich einen Hefeteig auch noch nie gemacht. Keine Ahnung. Dann muss er eh noch mal eine Stunde gehen hinterher, der Teig. Dann kann die Hefe ja auch noch mal wirken. Ja, es wird langsam ein Teig. Da passiert was. Es riecht auch schon hefig. Also es riecht schon nach Hefeteig. So, das knetet jetzt erstmal eine Weile vor sich hin. Sieht fast noch ein bisschen wenig Mehl aus. Doch, ich glaube, der Teig ist doch ganz gut geworden. Ich habe noch ein bisschen Mehl reingemacht und habe ihn dann doch rausgenommen aus der Küchenmaschine mit der Hand ein bisschen geknetet und dabei dann halt auch noch ein bisschen mehr Mehl eingearbeitet. Und jetzt ist er richtig schön geschmeidig, elastisch, richtig gut. Ich habe den in eine gefettete Schüssel jetzt reingegeben, eine Plastikschüssel. Mach da ein Tuch drüber und dann geht er jetzt erstmal einfach eine Stunde. Lass ihn in Ruhe. Und ich beantworte noch eine weitere Frage. Und zwar ist das, machst du dir Sorgen wegen Ansteckungsgefahr mit Corona in Minos Betreuung? Ganz ehrlich muss ich sagen, ich mache mir da keine allzu großen Sorgen. Ich glaube, dass bei uns, es sind ja auch nur in Anführungszeichen 5 Kinder aktuell bei uns, sind ja in einer Tagespflege. Ich denke einfach, dass da ja einfach die Infektionsketten einfach viel besser zurückzuverfolgen sind, als jetzt beispielsweise, wenn ich mit ihm auf den Spielplatz gehen würde oder so. Da hast du ja überhaupt gar keine Ahnung. Und ich meine, Kinder, die halten keinen Abstand. Gerade Mino hält überhaupt gar keinen Abstand. Der umarmt die anderen Kinder so gerne. Und da ist es einfach schwierig, wirklich Abstand zu halten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche auch, als das Ganze aufkam und im März der Shutdown kam und so, ich habe mir furchtbare Sorgen gemacht. Also was heißt furchtbare Sorgen? Ich war einfach, es war für mich eine sehr schwierige Situation und habe dann aber daraus mitgenommen, dass ich nicht versuche, also dass ich versuche, mich nicht nur auf das Negative zu konzentrieren, sondern dass ich versuche, positiv zu denken. Und das mache ich auch weiterhin. Die Situation ist extrem beschissen. Kann man gar nicht anders sagen. Aber ja, letztendlich müssen wir alle irgendwie mitmachen, damit, um das irgendwie einzudämmen. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann einzudämmen ist. Wie, wann, wo, keine Ahnung. Es wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Eine Stunde später, die Stunde der Wahrheit.
Keine Ahnung. Nicht wirklich aufgegangen, oder? So. Und zwar rollen wir jetzt den Teig aus. Das brauchen wir. War ein bisschen viel Mehl, glaube ich. Okay. Aber der ist richtig schön geschmeidig, dieser Teig. Aber ich befürchte ja, so ein paar Luftlöcher hat er. Aber es ist richtig schön geschmeidig, dieser Teig. Richtig gut. Dann kam die Frage, ob ich, seit ich Mama bin, weniger lese. Ich habe ja früher extrem viel gelesen. Hatte ja auch den YouTube-Bücherkanal. Dann wurde ich schwanger irgendwann. Hatte dann auch einfach gar nicht mehr so den Kopf, wirklich mich richtig auf Romane oder so zu konzentrieren. Ich muss aber auch sagen, ich habe es sehr, sehr vermisst. Ich hätte gerne mehr gelesen, aber es hat einfach überhaupt nicht in meinen Alltag reingepasst. Weil mit kleinem Baby zu Hause oder mit kleinem Baby, das halt auch tagsüber sehr wenig geschlafen hat, war es einfach fast ein Ding der Unmöglichkeit, richtig viel zu lesen. Und abends war ich dann auch einfach kaputt. War zu müde abends, um irgendwie noch groß zu lesen. Jetzt mittlerweile hat sich das bei mir wieder total eingespielt, weil ich gemerkt habe, boah, das fehlt mir extrem. Es ist für mich einfach so ein krasser Ausgleich, das Lesen. Ich brauche das und nehme mir da jetzt auch einfach viel mehr die Zeit für. Ich versuche wirklich mindestens jeden Tag mir eine halbe Stunde irgendwie frei zu schaufeln, um zu lesen. Und wenn mir nur am Wochenende jetzt beispielsweise, während seines Mittagsschlafs, lese ich eigentlich immer. Das ist dann so die Zeit, wo ich wirklich runterkomme, und das brauche ich auch. Aber prinzipiell muss man sagen, ja, ich lese weniger, seit ich Mama bin. Ja. So, das ist der Teig. Da kommt jetzt eine Butter- und Zuckerzimtmischung drauf. Muss man gerade ins Rezept gucken. Für die Füllung 180 Gramm Butter, zimmerwarm, 140 Gramm hellbrauner Zucker und 2 Esslöffel Zimtpulver. Das kriegen wir hin. Und dann kommt nämlich erst die Butter da drauf und dann die Zucker-Zimt-Mischung da drüber. Und dann rollt man da noch einmal mit der Rolle drüber, dass das alles auch richtig schön in den Teig eingearbeitet wird. Ich bin richtig gespannt, wie die schmecken werden. So. Klebt jetzt alles auch so richtig schön an der Rolle. So, und jetzt geht's ans Aufrollen. Gucken wir doch mal. Eine der nächsten Fragen. Das haben wir schon. Wollte irgendwann in ein Haus ziehen. Es ist ja so, wir wohnen in Köln. Und vielleicht sind euch die Immobilienpreise in Köln ein Begriff. Die sind nämlich sehr, sehr hoch. Und man muss auch dazu sagen, wir sind halt absolute Stadtmenschen. Wir haben ja schon bis letzten Frühjahr so ein bisschen, ja nicht ländlich direkt, also es hat noch zu Köln gehört, aber halt so ein bisschen außerhalb gewohnt. Und das war nicht so unseres. Also wir brauchen halt das Leben um uns rum irgendwie. Wir brauchen Trubel. Deswegen sind wir dann wieder zurück in die Stadt gezogen. Ja, wir würden schon gerne irgendwann in ein Haus ziehen, klar. Aber das ist jetzt so bei den Preisen und so halt nicht so leicht. Vielleicht, wenn wir irgendwann sagen, okay, ich bin gerade schön nah zwischendurch, weil ich halt diese Teigrolle mache, dass wir halt irgendwann sagen, okay, wir brauchen halt nicht mehr dieses Stadtleben. Wir können uns vorstellen, dass wir halt raus irgendwie aufs Land ziehen oder so. Keine Ahnung. Das wird sich dann irgendwann vielleicht zeigen. Aber jetzt aktuell sind wir auch glücklich, da wo wir sind, in unserer Wohnung. Wir haben genug Platz. Also das ist jetzt hier gerade meine Teigwurst und die muss da rein.
Die Zimtschnecken sind jetzt im Ofen und ich mache mich jetzt an den Guss. Dafür brauchen wir 230 Gramm Frischkäse, 125 Gramm Puderzucker. Das sind keine 125 Gramm, das ist alles, was ich noch habe. Das sind so 70 Gramm. Ich denke, das wird auch ausreichen. Dann 3 Esslöffel Milch, 2 Esslöffel zerlassene Butter, die ist noch übrig von eben vom Einstreichen. Und dann nehme ich 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Genau, das rühre ich jetzt schon mal an. Und dann wird das nämlich gleich, wenn die Zimtschnecken aus dem Ofen kommen, einfach darüber gegossen. Und ich glaube, das wird himmlisch schmecken. Also backen müssen die Zimtschnecken bei 180 Grad für 25 bis 30 Minuten. Und während ich das hier anrühre, kann ich auch schon mal die letzte Frage beantworten. Moment. Weil die eigentlich schwierig zu beantworten ist, während ich gerade was anderes mache. Und zwar ist die Frage, welche meine liebsten YouTube-Kanäle sind. Dafür muss ich nämlich auch einmal meine Abo-Box ein bisschen durchgehen. Aber jetzt so aus dem Kopf, wen ich sehr gerne gucke, was so Mama-Kanäle angeht. Das ist Mellermama, gucke ich sehr gerne. Vor allem jetzt, wo sie auf Weltreise sind. Und da finde ich die Videos, die sie da zu dieser Reise macht mit Drohnenaufnahmen und so, wunderschön. Das macht sehr großen Spaß, da zuzugucken. Wen gucke ich denn noch gerne? Ich schaue auch gerne Tiny Me Carla. Mag ich auch gerne. Ich mag halt so die Kanäle, wo halt, ja, halt auch mal so das lockere, echte Mami-Leben irgendwie gezeigt wird, ohne irgendwas glatt zu bügeln oder so. Und wo halt alles auch so ein bisschen mit Humor genommen wird. Weil das bin ich ja auch. Ich nehme mich selber ja auch nicht allzu zu ernst. Mir fallen auf jeden Fall noch mehr ein. Ich muss so ein bisschen überlegen. Wie sagt man so schön? Leider geil, ne? Das ist mein Guss. Und bis das alles jetzt fertig gebacken ist, gucke ich jetzt nochmal in meine Abo-Liste rein. Generell muss ich ja sagen, dass ich auch sehr gerne Bücherkanäle anschaue. Ich habe ja auch selber wieder einen. Achso, ja, die Videos von Hello Kati, die gucke ich ganz gerne. Auch eine Mama-Bloggerin mit 2 Kindern. Das schaue ich gerne. Achso, und das sind jetzt keine Deutschen, das ist ein amerikanisches Paar, Rochelle und Justin. Die schaue ich auch total gerne. Die haben ein kleines Mädchen, die fast genauso alt ist wie Mino. Ist auch im August 2018 geboren. Und dann haben sie vor ein paar Monaten noch Zwillingsjungs dazu bekommen. Also da ist auch ordentlich was los. Foxy Loves mag ich auch ganz gerne. Er hat auch immer ganz hilfreiche Tipps. Schaue ich sehr gerne. Achso, ja, die liebe Julit. Die gucke ich auch total gerne. Ihr Kanal heißt Julavo. Und wir haben uns, das ist jetzt auch schon echt richtig lange her, wir haben uns auch mal getroffen und so, als wir festgestellt haben, dass wir ziemlich in der Nähe voneinander wohnen. Das war ganz schön, ja, das ist auch eine ganz liebe. Ja, sonst nach wie vor gucke ich halt total gerne Zoe Sark, die Videos, schon seit Jahren. Früher war es halt wirklich so, dass ich extrem, sobald ein neues Video da ist, sofort auf Angucken geklickt habe und sofort angefangen habe zu schauen. Jetzt warte ich halt, bis ich einen ruhigen Moment habe, um mir das Ganze anzugucken. Okay, wow. Die sind ganz schön dunkel geworden, deswegen, ich habe die jetzt sogar schon vor der Backzeit aus dem Ofen genommen. Aber sie werden gut sein. Sie sind mehr als dunkel. Und da kommt jetzt direkt der Zuckerguss drauf. Das riecht mega lecker. Ich glaube, da werden Mann und Kind sich gleich sehr freuen. Man sieht nicht mehr viel von den Zimtschnecken, aber sie sind da. Sie sind da drunter unter den Massen an Zuckerguss. Ich lasse es jetzt erstmal stehen, das muss ein bisschen abkühlen. Und dann werden Mino und ich gleich, wenn er zu Hause ist, auf jeden Fall probieren. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.